Ja, servus, ihr Whisky-Fans und Genussmenschen hier auf YouTube. Heute ist aber beim 11. und vorerst einmal der letzten Teil unserer Whisky-Testing mit Alexander. Alexander, grüß dich. Servus. Und jetzt kommt der Whisky auf den Freien schon besonders, weil da hat mir, der nennt sich Mars, der 1er und der 2er schon gut geschmeckt. Den 2er haben wir gehabt. Den 1er, der war lang vor unserer Zeit. Wir haben den 2er getrunken. Okay, dann ja, verwechsel ich da was. Ja, macht ja nichts. Irgendein Video, den wir hatten, war der Mars 2 und der Mars 2 gehört absolut zu meinen Lieblingswhiskys. Okay. Und das ist der 3er, der Nachfolger. Das ist ein unabhängig abgefüllter Highland Park. Highland Park, da gefällt mir das Geschmacksprofil eh recht gut. Und der 2er war in Oloroso und der ist in Pedro Ximénez oder PX-Fässern Okay. gereift, also in Jetzt müssen Sherry. wir vielleicht mal erklären, warum die Flasche zu ist, aber wir uns Gläser voll, sag ich jetzt mal. Der Maß, ich habe da mehrere Flaschen bestellt und die erste Flasche ist bei mir angekommen und da war der Deckel oben war feucht. Das heißt, der ist irgendwie durch den Korken durch und der Korken ist dann auch irgendwann beim Aufdrehen abgegangen. Also da hatte ich zwei Teile und den Okay. habe ich mir dann quasi die Flasche, die komplette Flasche in so Sampler Sample-Flaschen umgefüllt. umgefüllt und nachdem der Whisky mir so gut geschmeckt hat, habe ich mir dann noch zwei, drei nachgekauft. Bei einem hatte ich immer noch das Korkenproblem und bei zwei waren dann wirklich die Dinger verschlossen. Und ich habe mir einfach gedacht, der passt voll in unser rauchiges Whisky heute rein. Und Darf er ich. aber eigentlich nicht selber, die Flaschen ist ja nicht gerade billig, sag ich jetzt einmal, Nicht ne? wirklich. Nein, ich hätte sie wahrscheinlich auch reklamieren können. Andererseits, der ist gut und. Jetzt bin ich jetzt Der echt ist gespannt, ja. limitiert und sonstiges, da muss ich nicht unbedingt Oh. sagen, den schicke ich zurück und mein, habe ich heute einen Samples abgefüllt. Passt doch. Wahnsinn, Sherry, Rum. Rosinen, Pflaumen. Also, da kommt man ja alles entgegen. Das Rauchige, man riecht man zwar, aber ist nicht so dominant. Überhaupt nicht dominant, finde ich. Würzig. Wenn ich mir ein bisschen vom Fenster raus sehe, kann ich sogar ein bisschen Menthol. Leichte Menthol. Ich könnte dir mal einen Rye Whisky mitbringen. Da hast du so Pfefferminz-Mentholgeschichten. Das ist was Okay. Feines. Jetzt muss ich den probieren, weil der riecht ja schon so ein klassischer Alexander Prost. Prost Prost! auf euch. Schön würzig. Oh, angenehm. Oh, da kannst du Nelly. Schokolade merke, ja. Oh, ist der Whisky gut. Kostet so Und wahrscheinlich 85, 90 Euro rum. Sherry-Noten, Wahnsinn. Ist eine Einzelfassabfüllung. Das heißt, wenn der weg ist vom Markt, ist der weg, der kommt nie wieder. Heidekraut. Siebenunddreißig Monate alt, das dürften 13 Jahre sein. Wahnsinn. Hat knapp 58% Volumen Alkohol, ist also fast stark. Merkst du aber nicht, dass das Mega so toll eingebunden. ist. Wahnsinn. Du könntest ja nachher noch ein Tröpfchen, zwei Tröpfchen Wasker reinfüllen und schauen, ob der Whisky dann noch besser wird. Es gibt ja viele, die sagen, durch das Wasser öffnet sich der Whisky Gibt's nochmal. Whiskys, ja. Ich trinke ihn gerne pur. Auch wenn es den meisten Leuten sagst, hey, das sind 58, 59%, boah, du bist ja ein voll der starke Alkoholiker. Nee, eigentlich gar nicht, weil der schmeckt gut. Schöner Schokoladig. Abgang, Wahnsinn. Das Rumartige habe ich beim Trinken nicht so. Aber das ist Sherry.
Oh, das Sherry's. Der Mars 2 war eben mit Oloroso, der ist mit PX. Viele sagen, der ist besser für mich. Persönlich ist der Mars 2 besser. Ich weiß, das ist... Aber wie schon oft gesagt, Geschmackssache... Das ist jetzt ein paar Wochen her, weil ich die Mars 2 drin habe, aber... Ja, da setzt ja nochmal drauf, bis die bis jetzt. Ich habe die beiden parallel verkostet, festgestellt, super, aber der Mars 2 ist für mich super toll. Und ja, da bleibt ihn jetzt nochmal als Vergleich, da sage ich jetzt einmal. Aber ich weiß, der Mars 2 hat mir sehr gut geschmeckt. Ja. Aber der ist schon... Den gibt es auch noch. Also da sind noch Flaschen in einigen Shops vorhanden. Ja, 90 Euro ist aber schon eine Ansage bei mir. Nicht, weil ich jetzt geizig bin oder was, sondern das ist halt einfach irgendwo sitzen wir Grenzen. Gell? Weil wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich darf jetzt mal einen Whisky trinken für 200 Euro und ich sage, ja, das ist der Hammer, das brauche ich jeden Tag. Gell? Aber wir haben ja die Videos, die wir in den letzten 3-4 Wochen davor gedreht haben, hast du gesagt, das ist ein schöner Feierabend-Whisky. Ja. Das hier ist kein Feierabend-Whisky, das ist ein Feiertags-Whisky. Ja. Bei mir ist zum Beispiel so, ich mache an Weihnachten was Besonderes auf und das dann über Silvester bis hin zu meinem Geburtstag im April. Das ist dann so der Whisky für besondere Gelegenheiten. Ja, da bin ich wieder anders. Besondere Gelegenheiten könnten für mich jetzt auch besonders schöner Tag sein. Unterm Jahr irgendwie sage ich heute und den gönne ich mir jetzt einfach, weil das ein super Tag war oder wie auch immer. Ja. Sag jetzt einmal, ja. Aber so wie es du sagst, der Jameson ist ein Alltagswhisky, ist das halt ein Whisky für besondere Gelegenheiten. Den musst du ja nicht gleich wegsüffeln, sondern den kannst du einfach mal sagen, so und heute habe ich ein erfolgreiches Geschäft abgeschlossen oder sonstiges. Deinen 5000. Abonnenten bei YouTube bekommen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Klar, ich kann das schon verstehen, aber irgendwo Preis-Leistung ist er preiswert, finde ich. Musst du überlegen, davon gibt es vielleicht 200, 250 Flaschen. Ja, es ist schon was Besonderes. Also wenn ich an die Flasche rankomme, kann ich empfehlen. Klar, 90 Euro ist eine Ansage, aber die ist wert. Das ist, also aus meiner Sicht ist das wert. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt so, ich habe Geld zum Saufordern, sondern aber. Ich muss einmal meine Weihnachtswünsche bei meiner Familie äußern. Ja, du Alexander, das waren jetzt wieder für mich 4 angenehme Teile, was wir da abgedreht haben. Ja. Ja. Und mit dem ist sowieso angenehm, gell? Also, ich verstehe mich mit dem gut. Und ja, vielleicht machen wir ein Weihnachtsspecial, haben wir ja beim letzten Teil schon mal gesagt gehabt, schauen wir mal, was wird. Und wenn ihr den 4. da und letzten Teil vorerst einmal seht, beziehungsweise den 11. Teil, da wird es vielleicht schon weiß draußen sein, keine Ahnung, wir haben ja super Wetter. Gell, wo wir das Draht haben und wir schauen mal, wie lange es so bleibt. Gell. Auf alle Fälle war es schön. Ja. Hab mich gefreut, Alexander. Ja. Schreibt es in die Kommentare rein, ob wir weitermachen sollen, ob es euch gefallen hat. Wir waren gerne bereit. Gell. Ich denke schon, ja. Weil das ist. Hat sich mittlerweile etabliert. Beim nächsten Mal, da gibt es dann wieder, also wenn wir die nächste Serie drehen, gibt es dann wieder die unrauchigen Whiskys, da ist dann wieder der Efi-Faktor mit dabei. Obwohl ich meine, der könnte ja auch schmecken. Also. Nein? Bis jetzt. Also habe ich noch keinen gehabt, obwohl der wirklich vom Rauchigen her ganz minimal ist. Ja, aber so der typische Highland-Geschmack, der dabei ist, also dieser Grundcharakter, ich schmecke den voll raus. Also mittlerweile bei Highland Park, wenn du mir einen vorsetzt, da hast du eine gewisse Grundnote, die eben vorhanden ist, so ein Brennereicharakter. Ja. Und der ist voll vorhanden bei dem Whisky. Ja, der ist klasse, kann ich nicht empfehlen. Gut, Alexander, okay. Dann lassen wir uns das noch schmecken ein bisschen. Danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Servus, ciao. Oh, ein Schluck drin, Alexander. Das ist so gut. Sag ich ja. Das ist ja, ist süffig. Mach doch noch mal einen Tropfen Wasser rein. Versuch's mal. Nö. Dünn. Naja, gut, ich kann es einmal probieren. Kannst du auf den letzten Schluck ein bisschen, nur ein kleines Müh Wasser. Letztens haben wir einen gehabt, da haben wir fast ein Drittel Wasser reingefüllt, damit der einigermaßen was taugt. Da wird er gleich noch besser. Aber jetzt hören wir auf.